wieder richtig cool, ne? Okay. Scheiße. So, jetzt hier setze. Ja, machen. Wir werden den hier setzen. Und werden die Leitung hier einfach verlängern, wie das. Glaube ich, macht den meisten Sinn, dass wenn wir versuchen, hier irgendwo eine Rohrleitung hinzubiegen, das wird. Ah, es wird nicht hübsch. Definitiv nicht. Ja, das machen wir so. Ich habe einen Plan. Vielleicht. Das ist scheiße. Und dann hören wir schon mal wieder, ne? Oh! Ja. Da fehlt wohl ein bisschen was, ne? Scheiße. Ist der Manometer hinüber, oder? Haben wir Salt Zettel jetzt am Druck drauf? Das macht mich jetzt gerade nicht so glücklich, Leute. Wenn ich ehrlich bin. Sind wir pumpen noch ein bisschen nach zurück. Das ist eine Option, dass wir jetzt noch mal ganz kurz zurückpumpen ein bisschen. Ja, steigt hier noch ein bisschen an der Druck. Oder wir holen mal den ganzen Scheiß aus der anderen raus. Wir könnten ja hier mal ganz kurz zufälligerweise vielleicht. Dann könnten wir vielleicht hier nochmal aufmachen. Hier nochmal aufmachen. Damit wir wirklich alles reinbekommen. Hier nochmal aufdrehen. Mal weit entfernt, ne? Wir hängen mal tief im Schottglas drauf, ne? Alter, bleib hier!
Manko von der Pumpe, das muss ich ganz ehrlich zugeben, oder? Haben wir gesagt? 5,7 oder 5,7. Jetzt kann ich die nicht raus, ne? Wir hätten die ersten 30 oder 8 Kilo. 8? Ich habe aus beiden Kreisen 7,3 Kilo rausgeholt. Purchen, Reinigen, was sollte man dann eigentlich? Bei der Abschaltung. Gut. Sonderlich warm, also ganz leicht warm ist in der Warn, also wie gesagt, bei solchen Mengen finde ich die Pumpe Bombe. Aber ich glaube, wir haben letztes Mal ja größere Anlage recycelt, ne? Mhm. Mit 20 Kilo, oder? Ja. Okay. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt haben wir diesen Scheiß noch im Schlauch drinnen, den wir nicht rausbekommen. Gut, das System ist recycelt. Das war jetzt eigentlich eher eine etwas schnelle Angelegenheit, ne? Mhm. Also was haben wir? Ungefähr 2 Kilo haben gefehlt auf der drüberen und ungefähr ein halber Kilo auf der kleinen. Erstmal, ja, gut zu wissen, ne? Na gut, dass wir 2 Flaschen mit hochgenommen haben, ne?
vielleicht einer auch gerecht. So, den müssen wir noch beschriften. Ich finde das hier auch so cool. Eine Kappe haben wir da drauf. Zwei Anschlüsse. Ja, das war jetzt eine schnelle Geschichte. Heißt jetzt eigentlich im Klartext, wie kann ich dann schon langsam anfangen zum Abbauen, ne? Ja. Und jetzt? Was machen wir als nächstes? Ventile wegschneiden? Die mal austropfen können.